Hallo, ich will euch heute ein paar Verbesserungen zeigen, die man an einer BMW GS noch vornehmen kann. Nach einer zweistündigen Regenfahrt von Italien heim habe ich ein paar kleine Schwächen entdeckt. Es gibt dieses Zubehör, das ich jetzt baue, fertig zu kaufen, kostet aber dann zum Beispiel von der Firma Wunderlich über 100 Euro. Das geht kostengünstiger. Ich zeige euch jetzt die Billigversion von einem Spritzschutz, damit ihr keine nassen Füße bekommt bei der Regenfahrt, dass das Regenwasser von den Füßen abgehalten wird. Dasselbe gilt für den Sozius, der hinten drauf sitzt. Ganz einfach mit Abfallmaterial hergestellt. Ist zwar vielleicht Geschmackssache, aber Schönheit ist die BMW sowieso nicht. Ein Lastesel, ein Urlaubsmotorrad. Ich zeige euch jetzt, was ich gebaut habe. Zwar handelt es sich um diesen Spritzschutz. Gibt es auch von der Firma Wunderlich aus Gummilappen. Hier unten kommt das ganze Spritzwasser hoch zum Fuß. Bei mir war der Stiefel zwar dicht, ein teurer Daytona, aber man ist ja vielleicht auch mal mit anderen Schuhen unterwegs. Befestigt habe ich das Ganze nur mit Kabelbindern. Das lässt sich also auch leicht wieder demontieren. Vielleicht auch extrem für die schlechtere Jahreszeit. So sieht es dann vorne aus. Andere Seite. Es ist also kaum zu sehen hier. Hält Spritzwasser von den Füßen ab. Ihr seht das nochmal. Habe ich an den Sturzbügeln befestigt. Mit Kabelbindern hier und hier. Das ist sehr fest. Hier ist der Fuß. Und der Protektor schützt dann vom Spritzwasser. Hinten ist es so, dass es hier das Rad ziemlich offen ist. Das wäre eine riesige Spülmaschine. Gerade hier haut es viel Wasser auf das Bein vom Sozius, auf die Hose. Da habe ich auch einfach ein Stück Kunststoff mit Kabelbindern befestigt. Links und rechts. Hier gehen die Beine runter. Und so sieht das Ausgangsmaterial aus. Einfach ein alter Kanister. Da habe ich noch hier Schablonen ausgeschnitten, aufgelegt. Moment. Seht ihr, hier habe ich erst einmal eine Pappschablone gemacht aus dem alten Pizzakarton als Formgeber. Das Ganze wird nachher einfach hier aufgelegt. Im Edding nachgezogen und mit der Haushaltsschere ausgeschnitten oder mit dem Tapetenmesser. Befestigt wird das Ganze nachher mit Kabelbinder. Bloß so eine kleine Anregung für BMW-Fahrer, die zum nächsten Elefantentreffen fahren wollen im Winter. Ganz praktisch. Ciao. Kleiner Nachtrag noch, weiterhin benötigt eine Nietzange mit Blindnieten, um hier diesen kleinen Aluwinkel auf das Plastik zu befestigen, und eine Revolverlochzange, um Löcher ins Plastik zu machen für die Kabelbinder. Das geht dann recht easy mit der Zange. Das ist sehr leicht zwicken. Hier ist noch das Loch für den Kabelbinder. Also das geht ganz easy. Man kann natürlich auch die Bohrmaschine benutzen.